Viele Jugendliche fühlen sich von der Politik kaum bis gar nicht wahrgenommen. Modelle wie Laut wollen das aber ändern. Auch dieses Jahr fand wieder das Laut Open Air statt. Jugendliche hatten dort die Möglichkeit, sich mit Graffiti auf der Landkarte oder im Gespräch mit PolitikerInnen Gehör zu verschaffen. Warum braucht es ein Modell wie Laut? Naja, für die Kinder gibt es die Kinderversammlung, für die Erwachsenen gibt es die Bürgerversammlung und für die Jugendlichen gibt es Laut. Was können denn Jugendliche konkret bei Laut machen? Also angefangen kleinteilig in ihrem Stadtteil, Ideen und Anliegen rund um ihren Stadtteil, also wie möchten sie ihren Stadtteil verbessert haben, damit sie sich wohlfühlen. Dann das Ganze auf Nürnberg komplett, eben was brauchen sie in Nürnberg, damit es ihnen besser geht, aber auch in der Politik, also welche Forderungen haben sie und wir von Laut sind dafür da, dass Jugendlichen eine Stimme bekommen und mit dieser Stimme möchten wir ihre Anliegen unterstützen und am besten umsetzen und das auch hörbar an die Politik tragen. Magst du mal kurz vorstellen, was das Quartiersbüro Altstadt so macht? Sehr gerne. Also im Endeffekt sind wir eine Art Schnittstelle zwischen Bürgerschaft und Verwaltung. Das heißt, wir informieren zum einen über Projekte der Stadterneuerung und geben das dann an die Bürgerinnen und Bürger weiter. Aber wir nehmen eben auch Ideen aus der Bürgerschaft auf und tragen die dann eben an die verschiedenen Stellen bei der Stadtverwaltung weiter. Und unser Ziel ist es im Endeffekt, dass wir die Aufenthaltsqualität in der Altstadt verbessern. Welche Anliegen und Wünsche habt ihr heute denn schon so gesammelt? Ja. Also heute kam natürlich viel das Thema mehr Grün, mehr Schatten, mehr Sitzgelegenheiten. Das ist so ein großer Wunsch eigentlich, der vor allem auch für die Altstadt genannt wurde. Aber auch Themen wie zum Beispiel Sicherheit, also vor allem so im Hauptbahnhofsbereich. Wie habt ihr vor, die Themen oder die Anliegen umzusetzen? Also wir können die im Endeffekt nicht alleine umsetzen, sondern wir nehmen das alles auf, sammeln das und kategorisieren das so ein bisschen. Aber die Hauptumsetzung macht dann die Stadt. Wer seid ihr und welche Aktionen habt ihr heute zum Laut Open Air mitgebracht? Genau, wir sind vom BP-Projekt der Stadt Nürnberg, also Berufspraktikantenprojekt. Und bei dem Projekt wird uns ein Budget zur Verfügung gestellt und wir dürfen ein Projekt umsetzen unserer Wahl, damit wir Projektarbeit lernen, Finanzierung und so weiter. Und uns war relativ schnell klar, wir wollen was für die Jugendlichen machen. Und deswegen sind wir heute hier unter dem Motto Meine Zukunft, was die Jugendlichen sich für ihre Zukunft wünschen. Und das kann man hier bei uns in verschiedenen Aktionen umsetzen. Also einmal künstlerisch mit einer Graffiti-Aktion, wo die Jugendlichen ihre Anregungen, Ideen und Wünsche einfach sprayen dürfen und künstlerisch ausdrücken können. Und dann haben wir noch eine Litfaßsäule, auf der heute eine Hashtag-Wand entsteht mit dem Motto, also mit dem Hashtag Nürnberg 2033. Hast du denn in deiner Einrichtung das Gefühl, die Jugendlichen sind generell sehr an Politik interessiert? Also nach einem kleinen Anstoß und Erklärung definitiv. Bei uns haben viele mitgemacht, man hat gemerkt, dass sie motiviert waren. Die wünschen sich sehr viel und es ist schön, dass wir ihnen die Stimme dazu geben konnten, sich mal auszudrücken. Wer bist du und welche Partei vertrittst du? Also ich bin Paul Arzten von Bündnis 90 Die Grünen. Mit welchen Anliegen sind denn Jugendliche heute zu dir gekommen? Vor allem mit dem Anliegen, dass wir mehr Sportplätze brauchen, dass Tischtennisplatten schön wären, gerade an den Parks, und dass wir uns einfach noch mal ein bisschen mehr einsetzen sollen für jüngere Themen. Und wie hast du vor, das umzusetzen? Das Gute ist, ich bin ja im Nürnberger Stadtrat und wir können die entsprechenden Anträge stellen und auch mit der Kollegin Elisabeth Ries zusammensprechen, dass wir da mehr tun. Wer das Event verpasst hat, kann geduldig ein Jahr lang warten oder aber mal auf der Website von Laut vorbeischauen. Da gibt es alle Termine zu kommenden Veranstaltungen und nicht gerade wenige Aktionen zum Mitmachen.